Das Baby? Das Baby hat ein Rätsel! Oh, Mr. Khan, was für eine angenehme Überraschung. Gehen Sie gerade spazieren? Oh, freut mich, dass ich Sie hier treffe, Miss Layton. Ich habe vor kurzem ein paar Kindersachen gekauft und als Draufgabe gab es ein Rätsel. Was waren das für Kindersachen? Pomponios! Ich weiß doch, wie sehr Ihnen solche Sachen gefallen. Hier, es gehört Ihnen. Von dem würde man hier zu besitzen. Ja. Oh, okay. Das entlaufene Tier. Okay. Es ist eine Katastrophe! Ein gefährliches Tier ist aus dem Zoo entkommen und versteckt sich irgendwo in London. Du musst es finden, und zwar schnell. Berühre Teile der Buchstaben, um sie verschwinden oder erscheinen zu lassen. Denke daran, dass wir den englischen Namen eines Tieres suchen. Oh Gott. Okay. Bist du schon fertig? Ich glaube. Ja. Oh. Was könnte das für ein Tier sein? Ich komme noch gar nicht drauf, was es sein könnte. Also das war halt eigentlich das erste Tier, woran ich gedacht habe. So, was wäre eigentlich das Klischeehafteste? So, oh Gott, es ist aus dem Zoo entflohen. Also Lion kriege ich nicht raus. Oh. Ich wollte gerade sagen. Oh Mann. Muss halt nur ein paar Sachen wegmachen, aber sonst. Ja. Uns geht's gut. Ja. Übrigens an alle, die jetzt im Chat tatsächlich drin sind und nicht im Discord, in meiner Discord-Gruppe. Was will ich denen eigentlich sagen? Das weiß ich gerade selber nicht. Kommt in die Discord-Gruppe, da sage ich wenigstens Bescheid, wenn ich streame. Ja. Ja, das ist nämlich so, es wird anscheinend von YouTube vehement verweigert, meine Streams bekannt zu geben. Andererseits, ja, ich denke... Obwohl ich die Glocke anhabe, Frechheit. Hä? Wo ich die Glocke anhabe, Frechheit. Gut gebrüllt. Es war ein Löwe. Wer hätte gedacht, dass sich ein Löwe in London versteckt? Das war halt das erste Tier, woran ich gedacht habe. So, weißt du, wo würden alle ausrasten, wenn es aus dem Zoo ausbrechen würde? Krokodil oder... Elefant. Ja, da würde keiner ausrasten. Oh, das ist ja eine Giraffe. Würde auch keiner ausrasten. So. Ja, eben. Ja, aber hätte ja auch ein einfacher Hund sein. Wir haben das jetzt nicht umgeschaltet, oder? Es ist jetzt wieder normal. Ach so. Oh, okay. Alles gut. Das entlaufene Tier wurde zum Rätselindex hinzugefügt. Also wir haben jetzt einen Löwen im Rätselindex. Ja. Oha. Okay, dann... Oh, also manche kriegen eine Nachricht und manche nicht, wie es aussieht. Nee, aber die letzten drei Male aber nicht. Ja. Also ich habe halt auch gerade keine Nachricht bekommen. Oder hast du jetzt neuerdings eine? Immer noch nicht. Also ich habe keine bekommen. Da haben wir aber Glück gehabt, mein kleiner Sonnenschein, nicht wahr? Wir durften zusehen, wie die Detektivin das Rätselchen gelöst hat, mein Kleiner. Ich sag das Wort nicht, ich finde das gemein. Ich finde das politisch unkorrekt gegenüber Babys. Ja, ich würde dich auch umbringen, wenn du das hier zu einem Baby bzw. Kind sagen würdest. Selbst wenn es wirklich stinkt? Ja, dann würde ich sagen, bei alles. Wenn es ein Kind ist, was mir irgendwas Böses getan hat, weswegen ich sauer auf es bin und stink ja noch im Grunde das Höflichste ist, was ich zu diesem Kind sagen könnte? Nein. Ich hab's auch nicht auf meinem Handy. Okay, dann sag ich lieber Arschloch. Wie gesagt, wenn Stinker das Höflichste ist, was ich sagen kann. Du sagst da nichts. Oh, du nichts.
deinem Text am besten. Sonst. Mhm. Haha, ihr Baby ist so niedlich. Kein Wunder, dass sie so fanat sind. Man muss sie doch einfach lieben, oder? Wie die es nur schaffen, so hinreißend hübsch auf die Welt zu kommen. Nein, sie sehen nicht hinreißend hübsch aus, wenn sie gerade auf die Welt gekommen sind. Ich weiß es nicht, wenn sie gerade auf die Welt gekommen sind, aber einen Tag später sehen sie sehr süß aus, ja. Das kann sein, ja. Verstehst du das, mein kleiner Dutzi-Wutzi? Darf ich das sagen? Ja. Würde ich aber nie. Ich weiß. Nein, das verstehst du nicht. Der ist gemein zu seinem Kind. Frau. Ach ja. Aber wie hieß sie denn noch gleich? Ich will das noch wissen, bevor ich sie anschaue. Ich bin nur so verwirrt. Conny. Fuse. Ja, ja. Ja. Aber mir. Miss Fuse. Ja. Oh, hallo. Ah, hallo. Miss Fuse, nicht wahr? Arbeiten Sie sogar am Godwin's Day? Oh, nein. Nein, ich glaube nicht. Ich bin hier einfach nur, weil ich Lovoni da liebe. Alle, noch jemand, der krank ist? Ja. Ja, sag doch. Ja, also, oder irgendwas. Auf jeden Fall werden viele Leute krank in letzter Zeit. Ja. Das habe ich in den Nachrichten gelesen und die lügen ja nicht. Ich habe es einfach aus Erfahrung gesehen und mich herum. Ja, ja, das auch, ja. Oh, was machen Sie denn dann hier? Also, es ist so, ich bin gerade auf dem Rückweg vom Haus meiner Großmutter. Und da ich war kaum Wolf vorbei. Ja, ich hab ihr Kuchen und Brot. Nee. Eigentlich war es was zu trinken. Wein und Kuchen, ja. Wein und Kuchen. Gebracht. Ah, das erklärt es. Ich war erst ein wenig erstaunt, Sie hier zu sehen. Oh, Sie arbeiten alle? Na doch, heute ein Feiertag ist, meine ich. Also irgendwie schon, ja. Also so richtige Arbeit ist es nicht, aber... Also weil Detektivarbeit ist doch keine Arbeit. Ich verstehe. Also nicht Sie alle arbeiten, sondern eigentlich nur Sie. Ernestkeit macht gar nichts. Dann hoffe ich mal, dass Sie schon bald Gelegenheit zum Entspannen finden. Sie haben ja fast mehr um die Ohren als die neue Bürgermeisterin. Ah, die Bürgermeisterin Lovoni da heute. Ist heute im Haus? Oh, mal sehen. Ich glaube, ich habe sie in ihr Büro gehen sehen, als ich heute Morgen hier vorbeigekommen bin. Ich habe sie bespannert. Also, arbeite ich wahrscheinlich gerade, denke ich. Also sie, meine. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss wirklich weiter. Natürlich, danke für Ihre Hilfe. Ja, dann... Ich hatte da so ein Gefühl, dass Pip auch heute hier sein würde. Die Frau liebt ihren Beruf einfach über alles. Also besuchen wir die Bürgermeisterin, ja? Ja, die hat sicher einen tollen Tipp für uns. Interessante Idee. Gut, mal sehen, was sie uns vorschlägt. Gehen Sie! Ich will alleine sein! So, dann mal untersuchen. Untersuchen, ja. In der Fahne oben? So. Fahne. In der anderen Fahne rechts. Und in der Fahne links ist nichts. Doch. Was? Das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht gibt's ja hier noch... Oh, oh, oh! Da unten. Kuriosität. Ja, sentimentale Spieldose. Voll sentimental. Irgendwo noch ein Rät? Nee, ich glaube nicht. Ich überlege gerade. Vielleicht doch. Ich weiß. Na, hier auf der Tafel? Nö. London braucht dich! Die Guildhall sucht Leute, einfach drin melden. Dann fehlt es ihnen wohl an Angestellten. Ja. Aber okay, sonst ist... Rein. Okay, wir gehen rein. Blub, blub, blub. Ich wünschte, ich könnte mich mal durchringen, wirklich Workouts machen täglich. Wozu? Um mich wohl zu fühlen. Du fühlst dich nicht wohl. Ich meine, um mich sportlich zu fühlen. So. Aber du hast doch gar nichts, was du in Muskelmasse umwandeln kannst.
Also, ich meine wirklich, was. Das stimmt gar nicht, ja. Alles. Ich meine, auch mein Handgelenk nicht, das stimmt, aber. Ja, die Hand hat ja schon jeder gesehen. Ja, sehe ich gerade nicht auch. Ja, weil das ist zugedeckt. Ja. Vom Chat. Stimmt. Also hier sieht man. Warte. Ich habe ein sehr dünnes Handgelenk. ja. Hallo, Pip. Oh, sie ist nicht hier. Vielleicht ist sie schon wieder nach Hause gegangen. Nach Hause? Mist, ich hätte wirklich gehofft, dass sie uns aus der Patsche hilft. Nach Hause. Was? Ich esse viel. Kann er bestätigen? Ja. Vor allem außer, also ja, viel Süßes, das kann ich bestätigen. Auf der anderen Seite, so viel isst du ansonsten doch nicht. Über den Tag hinweg schon. Echt? Ja, vor allem so halt Süßes. Ja, eigentlich nur Süßes. Vielleicht. Das stimmt gar nicht. Wer isst immer deine Portionen auf? Weil die Portionen so groß sind. Ja, gut. Oh, was gibt's denn heute Schönes? Weiß ich nicht. Also, ich wäre nicht für Sushi. Okay, bin ich auch nicht für. Gut. Burger müssen es aber auch nicht sein. Ja. Was Italienisches? Später. Ja, kann auch sein. Wir gucken später. Ja. Na gut. Wo ist sie nur hin? Ah, ich hab's. Ich weiß, wo sie ist. Wirklich, Miss? Wo? Gar nicht weit von hier. An einem ihrer Lieblingsorte. Ich weiß nicht. Welchen Ort meinst du denn? Weißt du denn nicht mehr, wie wir mit ihr über die Lichter der Stadt geschaut haben, Ernest? Nein. Das ist schon so lange her. Ah, natürlich. Der Balkon. Ganz genau. Schauen wir mal nach draußen, ob meine Intuition recht behält. Na dann. Wollen wir aber erstmal uns umschauen? Ja. Weil vielleicht gibt's ja hier ein Rätsel oder so. Bling! Hinweismünze. Bild in der Mitte. Rätsel! Wo? Auf dem Tisch neben der Waage. Das da? Nein, neben der Waage. Welche Waage? Ach, die Waage. Da? Ja. Blam! Ein Rätsel! Ich will Ramen unbedingt mal essen. Ramen? Ehrlich? Ja. Es gibt ein tolles Ramen-Restaurant in Berlin und ich wollte halt mal das unbedingt mal ausprobieren, aber es ist halt sauteuer, deswegen würde ich halt mal mit meiner Mom zu zweit dahin gehen, eine Schüssel bestellen, damit wir es beide mal probieren. Also ich finde das so alleine schon von den Zutaten her kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geil ist, wie das immer ich dargestellt halt wird. Ich will es halt mal probieren, weil ja. Ich kenne halt so viele aus meinem Jahrgang und alles, die das total toll finden. Hm. Ah, okay. Ja. Deswegen würde ich gerne mal probieren. Hier steht irgend so eine Siegestrophäe. Gehört wohl Bürgermeisterin Lovoni da. Sieht wie ein Sportpokal aus, oder? Sportturniere, Feste, ist doch alles das Gleiche. Ja, es gibt ja auch Sportfeste. Ja, ich habe sie gehasst. Hühnchen mit Pilzsoße. Rahmsoße. Mann, jetzt kriege ich Hunger. Na gut. Oh, mir fällt da gerade ein interessantes Rätsel zu einem Sportturnier ein.